Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir werden heute diesen sogenannten Besenputz hier heute machen und auch beschichten bzw. streichen. Also bleibt dran, denn nach dem Intro geht's los. So Freunde, als allererstes fangen wir mal mit dem Untergrund an. In meinem Fall, ich habe hier Trockenbau und da müssen wir einen Putzgrund auftragen. Der Putzgrund dafür, da wird der Untergrund rau und dadurch haben wir die perfekte Untergrundvorbereitung und die beste Haftung. Wenn ihr jetzt aber schon armierte Flächen bzw. Flächen mit Armierungsmasse habt, braucht ihr den Putzgrund nicht unbedingt auftragen, aber es ist immer eine sichere Variante, um das beste Ergebnis zu gewährleisten. Was an dem Besenputz aber richtig genial ist, man bekommt damit wirklich so viel versteckt bzw. ausgebessert. Ich habe jetzt hier ein bisschen vorgetäuscht, dass zu dick Farbe aufgetragen wurde. Ihr müsst eigentlich wirklich nicht groß vorspachteln. Es reicht einfach nur, den Besenputz aufzutragen und damit bekommt ihr Löcher, Unebenheiten und auch so zu dick aufgetragene Farbe eigentlich perfekt weg. Was wir brauchen, das kann ich euch sagen, und zwar als allererstes, wir bräuchten eine Zahnkelle. Ich nehme immer eine 6er Zahnkelle. Dann braucht ihr was, um den Besenputz abzuziehen. Das ist eine Bürste mit Besenfasern. Und zwar sehen die Dinger so aus. Hier sind drei Varianten. Einmal eine kleine Besenbürste, die ist eher für kleinere Flächen gedacht. Dann eine große Besenbürste, sage ich einfach mal. Das ist schon eine für sehr große Flächen, wie man sehen kann. Und man kann einen Besenputz auch mit so einem Schwamm machen. Das sind harte Borsten und damit bekommt man den Besenputz auch hin. Aber wir werden heute die große, normale Besenbürste nehmen. Aber jetzt, Freunde, lasst uns anrühren. Ich nehme jetzt einen Glättputz hier, der hat auch eine eigentlich relativ große Öffnungszeit. Achtet einfach nur darauf, dass ihr genügend Zeit habt und nicht, dass die Masse dann am Ende an der Wand schon hart ist und ihr noch gar nicht fertig seid. Ihr könnt an Spachtelmassen eigentlich fast alles verwenden, ob das nun Sanierungs- oder Renovierungsputze sind, ob das normale Oberputze sind oder ob das jetzt Armierungsmasse sind. Selbst Fliesenkleber könnt ihr verwenden. Da ist die Auswahl sehr groß. Was ihr vielleicht nicht verwenden solltet, wären Putze ab 1 mm. Alles, was höher ist, würde ich nicht mehr verwenden, da das Ergebnis dann nicht mehr allzu geil aussieht. Und vielleicht auch Spachtelmassen auf Gipsbasis, denn dadurch härtet die Masse schneller aus. Das Zeug ist an der Wand hart und ihr habt noch nicht mal mit dem Besen die Wand durchgekämmt. Wir ziehen uns jetzt die Spachtelmasse auf unsere Fläche. Erstmal spachteln wir die auf und dann kämmen wir die mit einer 6er Zahnkelle, so mache ich es, durch. Und dann ziehen wir die bloß mit einer Rake glatt, bevor wir dann mit unserem Besen die Fläche durchkämmen. Ein bisschen aufgezogen habt, könnt ihr auch euren Rake jetzt schon verwenden und die Fläche schon mal glatt ziehen. Seht, habe ich hier immer ein paar Schlieren drin bzw. ein paar Kanten vom Abziehen. Das ist nicht schlimm, der Kamm macht alles weg. Das mit der Zahnkelle ist eigentlich nur dafür da, dass überall gleichmäßig Schichte getroffen ist. Wenn ihr wirklich eine gute Hand habt oder vielleicht im Maler- und Lackiererbereich tätig seid, bekommt man das auch so hin, weil man ein Händchen dafür hat, wie viel Masse gerade drauf ist. So, und jetzt gehen wir mit unserem Besen durch. Man kann das natürlich auch von oben nach unten machen, aber wir machen es von links nach rechts. Und dann gehen wir wirklich einmal gerade durch und dann setzen wir neu an und wieder gerade durch. Schaut zu und dann könnt ihr es selber. Seht jetzt noch vereinzelt, wo sich die Masse so ein bisschen in, sag ich mal, Klumpen auf der Fläche jetzt gebildet hat. Aber das ist nicht schlimm, das kratzen wir, wenn es trocken ist, mit der Rake runter und dann brauchen wir es bloß noch streichen, dann war es das schon. Aber jetzt müssen wir es erstmal trocknen lassen. Unser Besenputz ist jetzt schon mal gut durchgetrocknet und ausgehärtet und wir werden jetzt unser Besenputz perfektionieren und wir werden jetzt die ganzen
Popel, sage ich einfach mal, mit einer sogenannten Rake oder mit, ich nehme eine Trockenbauspachtel, abmachen bzw. gleiten wir mit unserer Spachtel oder je nachdem Rake dann halt über die Fläche und man sieht da, die Popel fallen einfach nur so ab und das werden wir jetzt machen. Freunde, ich sag's wirklich selten, aber das sieht mega geil aus. Jetzt sind wir im Groben eigentlich durch. Das Schlimmste ist wirklich geschafft, denn jetzt kommt das Schöne und das ist die Gestaltung bzw. die Farbe kommt jetzt ins Spiel. So, ich würde sagen, wir machen eine Seite komplett einfarbig, damit ihr dort ein Bild habt und dann machen wir ein bisschen... Machen wir zwei, was Zweifarbiges, denn so seht ihr, wie das Endergebnis aussehen könnte, um es vielleicht nachzumachen. Leichtestes wirklich, wenn ihr streicht, streicht am besten im Verlauf von den Fasern, von dem, wo ihr euren Besen durchgekämmt habt. Unser erster Anstrich ist getrocknet und mit einem Farbton, das sieht schon mal eigentlich gar nicht ganz so schlecht aus. Jetzt machen wir noch einen zweiten Farbton auf eine Seite und dann sind wir auch schon durch mit unserem Projekt. Dafür nehme ich jetzt einfach nur einen Pinsel und ein bisschen schwarze Abtintfarbe und dann wird es schön drauf gestrichen, schön verschlichtet und danach denke ich mal, sieht das sehr geil aus. So Freunde, und das war der sogenannte Besenputz. Jetzt wisst ihr Bescheid, jetzt könnt ihr es selber zu Hause nachmachen. Ihr müsst aber natürlich nicht die Farben verwenden. Ihr könnt jegliche anderen Farben verwenden, die es auf der Welt gibt. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Nachmachen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal hier und schaut euch vielleicht diese zwei Videos an, wenn ihr Bock habt. Und wenn nicht, dann einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Ciao Freunde!